ich habe ja diese Hand zugesendet bekommen, die ich reproduzieren soll. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Guss. Hatte hier eine Schadstelle zwischen Zeiger und Ringfinger. Aber ansonsten, wahrscheinlich mit einer Druckkammer hergestellt, fast perfekt. Allerdings weiß ich nicht, wie stabil diese Finger hier sind. Deswegen heißt es extrem vorsichtig zu sein bei der Gussform, die jetzt hier schon fertig ist. Ihr findet garantiert auch etliche Videos, wie man eine Brush-on-Silikonform erstellt. Darauf muss ich jetzt nicht weiter eingehen. Bei mir soll es hauptsächlich darum gehen, wie man Polyurethanharze, vor allem C-elastische, perfekt vergießt. Ich werde trotzdem kurz was zur Silikonform sagen, aber hauptsächlich auf die Materialien und auf das Equipment eingehen, das man dafür verwenden kann. Ja, hoffentlich ist was für euch dabei. So, also diese Gussform habe ich in vielen dünnen Schichten aus einem additionsvernetzenden Silikon aufgepinselt und keine Luftblasen eingeschlossen, das ist sehr wichtig. Und die Luftblasen in einer Silikonform, abgesehen von der direkten Gießoberfläche, sind sehr schlecht, wenn man im späteren Verlauf einen Druckkammer verwenden möchte. So, ja, also relativ weiche Gussform, Stützkappe aus Epoxidharz mit Glasfaserform, die man das dann so reinlegen kann. Zu den Materialien, die ich verwenden werde. Ich habe hier ein relativ sprödes Standardharz, das aber auch ziemlich günstig ist. Biresin G26 von Sika oder Axon. Das hat eine Härte von Shore 75D, glaube ich, oder 70D, also relativ fest und hat keine besonders große Reißdehnung. Das heißt, es ist brüchig. Wenn die Teile sehr dünn sind, dann geht es relativ schnell. Smoothcast 60D, ich habe auch noch 66D, das zeige ich euch dann später auch noch, ist ein C-elastisches Gießharz, das heißt, es wird nicht zerbrechen, also auch bei sehr kleinen Stellen ist es wesentlich unwahrscheinlicher, dass da beim Entformen oder beim, wenn man es aus Versehen fallen lässt, irgendwas kaputt geht. Sind allerdings ein bisschen dickflüssiger und wesentlich teurer. Die ganzen Smooth-On-Produkte, also diese Silikone vor allem, werden in den USA hergestellt, werden hergeschippert und das müsst ihr natürlich bezahlen. So, zu den Maschinen. Also ihr kennt das sicherlich, das Hauptproblem beim Abgießen ist, dass man Luftblasen im Guss mit drin hat. Das kann man zum einen durch Rütteltechniken bewerkstelligen. Die aller einfachste Version ist da, den Akkuschrauber mit einer krummen Schraube zu bestücken, mit der man dann ganz feine Schläge auf eine Oberfläche bringen kann und die nichts kostet. Ein bisschen professioneller, aber auch teurer ist eine Vakuumkammer. Man kann Silikone und Gießharze unter Unterdruck setzen und die darin enthaltenen Luftblasen werden dadurch so vergrößert, dass sie leichter auftreiben und an der Oberfläche platzen können. Allerdings erwischt man nie 100% der Luftblasen. Ein weiteres Mittel ist dann da die Druckkammer. In diesen Behälter wird mit einem Kompressor Druckluft eingeführt, bis ungefähr 3,5 Bar ist das bei mir eingestellt. Und alle Luftblasen im Gießharz, wie aber auch in der Silikonform, werden komprimiert. Das heißt, sie sind dann entweder so klein, dass man sie nicht sieht. Im Silikon allerdings können sich dadurch Verformungen erstellen. Wenn die Gussform also nicht perfekt hergestellt ist, beziehungsweise eine große Macke hat an einer Stelle, bilden sich dann Pickel in der Gießoberfläche des Polyurethan-Gießlings. Wichtig ist noch dazu zu sagen, dass es bei mir hier ziemlich kalt ist. Deswegen sind ja bei flockigen 10 Grad alle Gießharze wesentlich dickflüssiger als sonst. Das heißt, sie lassen sich schlechter entlüften und entlüften sich auf jeden Fall nicht selbst. Auf der anderen Seite ist da die Topfzeit aller Harze erheblich verlängert, was es auch oft, also ein bisschen einfacher macht, weil man muss nicht so schnell arbeiten. Trotzdem muss man bedenken, dass bei so einer Hand, also das sind jetzt 400 Gramm, die exotherme Reaktion des Polyurethanharzes beschleunigt sich in dem Fall selber und hebt sich ein bisschen auf. Das heißt, also ne, die Entformzeit ist auf jeden Fall nicht so erheblich länger. Noch zum Vergleich. Also hier ist das Original in translucentem Harz. Man kann relativ schlecht die Oberflächenkonturen erkennen. Hier ist das spröde Harz, das Biresin G26. Ich habe es schon hinbekommen, das zu entformen, weil es in C-elastischem, also als es noch nicht komplett durchgehärtet war, aus der Form gezogen habe. Aber ne, auf Nummer sicher gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Finger irgendwann abbrechen würden. Und hier ein Guss aus dem Schlagzähnen Smoothcast 60D. Da passiert nichts. Hier seht ihr zum Beispiel das Biresin G26, das auch ohne Druckkammer, also das ist jetzt entlüftet, aber ups, nicht in die Druckkammer gelegt. Und es ist absolut brauchbar, also das kann man machen und es ist kalt hier und das Harz ist schon, was weiß ich, 3 Jahre alt oder so. Und da passiert gar nichts. Nichts Negatives. Ne? Diese Hand hier ist auch aus dem G26 gemacht.
Hier, also da sieht man dann ein paar Stellen, die ich jetzt vielleicht nicht finden werde. Aber also unter der Oberfläche befinden sich Luftblasen, wahrscheinlich genau hier irgendwo. Nee, hier. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Also es ist leicht schaumig innen, aber eben nicht direkt an der Oberfläche. Also es wird auf keinen Fall zu einem Problem. Aber im direkten und krassen Gegensatz dazu das Smoothcast 60D. Also ihr könnt jetzt, wenn ihr sofort seht, was ich hier falsch gemacht habe, sagen, ne, würde ich mich sehr freuen, wenn ich weiß, woran das liegt. Das sind einmal mit Trennmittel und Puder, einmal ohne Trennmittel und Puder und einmal mit vorgewärmter Gussform und ohne Pigment. In der Vakuumkammer entlüftet, aber eben nicht in die Druckkammer gestellt. Und es wird absolut beschissen, also wirklich komplett unbrauchbar. Und das sind also auch nicht die Luftblasen, die ich damit reinschütte, sondern die bilden sich dann erst im Nachhinein. Das ist ja irgendwie krass. Also, ne, Gussform vorwärmen, mir wurde gesagt, dass das vielleicht was mit der Kondensation zu tun hat, dass die Gussform zu kalt ist, wenn man das heiße Harz reinschüttet, also nicht heiße, das sich aufheizende Harz. Aber das war es auf jeden Fall nicht, oder ach, ich weiß auch nicht. Naja, gebt mir gerne Tipps, was da schiefgelaufen sein könnte. Bei mir ist es hier relativ kalt. Ich glaube nicht, dass das Harz direkt überlagert ist oder so. Also Frost war noch nicht da und all meine anderen Harze funktionieren noch. Tja. Mit der Druckkammer wird das 60D allerdings absolut perfekt. Also ne, hier die an den Fingernägeln, weil es da so dünn ist, ist es dort abgerissen. Das hat also nichts mit der Druckkammer zu tun oder mit dem Harz. Und hier diese Schadstelle, daran bin ich schuld. Aber abgesehen davon ist es wirklich absolut blasenfrei. So, noch was zur Verwendung eines Trennmittels. Also es gibt wachsbasierende oder silikonbasierende oder auch auf Seifenlauge basierende Trennmittel. Theoretisch muss ich kein Trennmittel verwenden, wenn ich Polyurethan in eine Silikonform gieße. Aber es isoliert die Form ein bisschen und sorgt dafür, dass ich eine längere Standzeit habe. Das heißt, die Form hält länger und ist nicht so schnell ausgenudelt und ausgeleiert. Trennmittel gibt es jetzt hier zum Beispiel, also das ich sehr gerne verwende. Ease Release von Mann, einmal in der Sprühdose für 25 Euro, glaube ich. Und einmal hier die Gallone wahrscheinlich, also irgendwie, ja, 6 Pfund, krass, für 80 Euro. Ist natürlich wesentlich günstiger und dann hat man die Chance, das in eine Form reinzuschütten und dann wieder auszuschütten, was jetzt in diesem Fall nötig ist, also weil die Sprühdose mit dem Nebel nicht bis in die Fingerenden kommen würde. Außerdem ist es auch ganz erstaunlich, wenn man mal Serienproduktion macht, wie schnell so eine Sprühdose auch alle geht. Und da kann man sich dieses Zeug einfach in die Airbrush laden oder so oder am Ende in so eine Pumpsprühflasche und Geld sparen. Aber in diesem Trennmittel sind Lösemittel drin, also ist es wahrscheinlich irgendein Alkohol, nehme ich mal an. Und diese Lösemittel müssen wir wieder ablüften. Das heißt, wenn wir jetzt ich habe das noch umgefüllt, aber das ist dasselbe hier drin. Wenn ich das hier reinschütte und wieder rausschütte, ist da wesentlich mehr drin, als wenn ich das nur mit einer Sprühdose reindampfen würde. Und muss natürlich dann wesentlich länger ablüften. Außerdem, das zeige ich euch gleich nochmal, nachdem ich es reingeschüttet habe, kann sich direkt dort bei den Fingern, dort bei diesen Stegen hier, ein Problem ergeben. Das sehen wir gleich. Und zwar, hier diese dünne Stelle, hier, ihr seht den Schatten meines Fingers, na, stellst du dich scharf, hallo? Da hat sich ein, würden Sie sich scharf stellen? Hier, dieser Knick, der war vor uns so gut wie gerade. Also der ist anatomisch ein bisschen da, aber durch die Lösemittel, die in den Trennmittel enthalten sind, die sind ein bisschen in das Silikon reingegangen und dadurch ist dieser Knick jetzt stärker. Das heißt, man muss es wirklich richtig saftig ablüften lassen. Abtropfen und ablüften lassen, vielleicht so mit dem Heißluft füllen. Das habe ich nämlich bei dieser Hand hier verkackt. Bin nicht lang genug gewartet. Und jetzt ist da dieser saftige Knick drin. Das war mir vorher auch nicht bewusst, dass das Trennmittel ins Silikon eindringen kann und das irgendwie aufquillt oder aufschwemmt oder so, keine Ahnung. Ja, muss man auf jeden Fall beachten. Mein Silikon ist auch ziemlich weich, das ist nur 10 bis 20 Shore A. Bei einem härteren ist es vielleicht nicht ganz so schlimm.